Der auflockende Teil im Training hatte, das Fußballtennis, das hat nicht ganz geeignet bei euch im Team. Ja, es sind gewisse Automatismen, die nicht ganz gestimmt haben. Ich denke, die Mannschaft war neu zusammengesetzt, von dem her braucht das ein bisschen Zeit. Ich glaube, wenn wir nochmals ein Turnier haben, dann wird das sicher besser kommen. Aber man sieht, die Stimmung zwischen harter Arbeit und manchmal auch ein bisschen auflockenden Teilen, die stimmt. Ja, das ist so. Es ist sicher wichtig, dass wir dazwischen mal einen Moment haben, um ein bisschen den Kopf zu lüften, um ein bisschen Spass reinzubringen, weil wir arbeiten wirklich gut. Wir hatten die ganze Woche harte Trainings und dann tut es eine Abwechslung auch gut. Du bist sonst zufrieden mit den Bedingungen, den äußeren noch hier im Zillertal in Tirol? Ja, es ist super. Also wir haben hier wirklich nicht viel Ablenkung rundherum. Wir sind für uns, wir haben ein super Hotel, wir haben eine gute Anlage, wir haben einen guten Trainingsplatz. Das Wetter hat mehr oder weniger gestorben bis jetzt, aber trotz allem sind das gute Bedingungen, um gut zu arbeiten. Das erste Trainingsspiel hat man schon hinter sich gegen Wacker Innsbruck. Was sind so erste Schlüsse, die ihr daraus ziehen konnten? Ja, es ist immer klar, dass so ein Testspiel, man soll es nicht über- und nicht unterbewerten. Sicher ein guter Test gewesen. Wir haben zwei Systeme probiert zu spielen. Und jetzt sind beide Halbzeiten gut rausgekommen. Ich denke, 3-0-Sieg ist gut. Für mich als Verteidiger ist wichtig, dass 0 steht hinten. Und ja, jetzt freue ich mich auf den nächsten Test. Ein Trainingsspiel steht jetzt noch an gegen Terek Grosny. Dann geht es zurück auf Bern. Was kommt dann noch bis zum 22. Juli? Ja, dann haben wir noch mal zwei Testspiele. Gegen Stoke und gegen Benfica. Sicher auch noch mal zwei gute Tests. Vor heimischer Kulisse. Ja, es ist immer so, die Testspiele sind wichtig für die Mannschaft, um Selbstvertrauen zu tanken und auch gewisse Schemen zu probieren. Aber nachher müssen wir parat zum 22. Weil das ist das, was zählt. Du hast es vorher schon angesprochen, Benfica. Ich nehme an, die Vorfreude ist besonders. Stehst du schon in Kontakt mit ein paar Vertretern, die du noch kennst von denen? Ja, natürlich. Also wir haben schon einige SMS austauscht. Freue mich wieder, ein paar alte Gesichter zu sehen. Nein, also rundum freue ich mich sehr, gegen sie zu spielen, aber sobald der Match abpfiffen wird, dann hat er mehr Freundschaft zu tun. Also weiterhin gute Vorbereitung und viel Spaß im Zillertal. Danke vielmals, merci.